Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um Rassismus und Diskriminierung. Aktuell kommen sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland und auch ich möchte dazu was sagen. Diese Menschen verlassen ihre geliebte Heimat, weil sie überleben wollen. Sie leben in zerbombten Kriegsgebieten. Das sind einfach nur Menschen wie du und ich und genau das ist der springende Punkt. Wir sind doch alle nur Menschen. Es gibt Dinge, die werde ich wahrscheinlich nie verstehen und dazu gehört definitiv Rassismus. Wir alle haben eine Familie, wir alle haben viel erlebt und durchgemacht. Wieso gibt es solche Intelligenzverweigerer, die grundlos alle Ausländer hassen? Ich habe vor etwa 5 Jahren mal mit einem alten Mann gesprochen, der selbst im Zweiten Weltkrieg stationiert war. Er hat mir etwas erzählt, was mein komplettes Denken verändert hat. Er war an der Front stationiert und hat dort einige feindliche Soldaten erschossen. Natürlich kann man nicht 24 Stunden kämpfen und so schlich er sich während der Nachtruhe davon in einen kleinen Ort in der Nähe des Schlachtfeldes. Dort ging er in eine Bar, die trotz der Schlacht noch geöffnet war. Fast niemand war dort, da nahezu alle Zivilisten aus dem Kriegsgebiet geflohen sind und die Soldaten waren eigentlich nicht gestattet, sich von der Einheit zu trennen. In der Bar traf er erstaunlicherweise auf einen befeindeten Soldaten, doch statt sich anzugreifen, tranken sie gemeinsam ein Bier und verstanden sich prächtig. Sie haben ihre Namen ausgetauscht und es geschafft, sich nach dem Krieg zu kontaktieren. Seitdem treffen sie sich alle 2 Jahre und unternehmen gemeinsame Ausflüge. Nun müsste man sich natürlich fragen, was wäre, wenn die beiden sich nicht in einer Bar getroffen hätten, sondern auf dem Schlachtfeld mit ihren Gewehren. Sie hätten jemanden getötet, der ein guter Freund geworden wäre. Soldaten töten für ihr Land andere Soldaten, die ebenfalls für ihr Land töten. Am Ende gibt es viele Tote und niemand hat es wirklich etwas gebracht. Aber hier soll es nicht um Krieg oder so gehen. Die Geschichte soll nur zeigen, dass sich zwei Menschen immer miteinander verstehen können, egal welche Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft oder Sexualität oder was auch immer. Soldaten erschießen fremde Menschen, die in der Heimat Familie und Freunde haben, die auf deren Heimkunft warten. Nur weil ein paar Führungspositionen im Land immer mehr und mehr Macht wollen. Aber ich will hier nicht über Krieg reden, sondern eher über Alltagsrassismus und Diskriminierung. Ich bin der festen Überzeugung, dass zwei Menschen, die sich komplett vorurteilsfrei begegnen, sich immer gut miteinander verstehen können. Man könnte einen Neonazi mit einem Dunkelhäutigen in einen dunklen Raum einsperren. Die beiden hätten dann Zeit, sich komplett ohne Vorurteile und Klischees zu unterhalten und auszutauschen. Ich bin überzeugt, dass die beiden Freunde werden könnten. Denn was zählt, ist, was in dem Menschen drin ist und nicht die Farbe seiner Haut oder das Land, aus dem er kommt. Und das, was in dem Menschen drin steckt, kann man nur erkennen, wenn man ihm eine Chance gibt und mit ihm redet. Leider ist Rassismus heutzutage ganz normal in unseren Köpfen verankert. Ich bin mir sicher, die meisten Leute sind rassistischer, als sie vielleicht denken. Aber dieses Denken muss aus den Köpfen der Leute verschwinden. Ein kleines Beispiel. Ihr geht in einen Zug und es sind 2 Plätze frei. Ein Platz zwischen 2 Deutschen und ein Platz zwischen 2 bärtigen Islamisten. Wer jetzt gedacht hat, na, ich setze mich zu den Ausländern, ich bin ja kein Rassist, der liegt auch nicht ganz richtig. Die richtige Antwort ist, es ist komplett egal, neben wen man sich setzt. Denn auf beiden Seiten setzt man sich zwischen 2 Menschen, die man nicht kennt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit verdeutlichen möchte. Klar sind wir alle Individuen, aber im Grunde sind wir alle menschlich und sollten zusammenhalten. Und dieses Denken ist nicht nur auf ausländische Bürger übertragbar, es beginnt im Alltag mit der Diskriminierung von Minderheiten. Es ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber jeder, der zum Beispiel sagt, jeder, der Minecraft spielt, ist scheiße, ist in meinen Augen kein Stück besser als ein Rassist. Denn diese Leute schieben eine riesige Gruppe komplett über einen Haufen, nur weil sie einige Individuen davon nicht leiden können. Klar kommen solche, alle, die spielen XY zocken, sind XY, Aussagen meist von irgendwelchen unreifen Kindern, die nicht wissen, was sie da überhaupt reden. Die labern meist nur ihrem Lieblings-YouTuber nach und wenn der Minecraft doof findet, dann ist das halt auch so. Eigene Meinung ist da Fehlanzeige. Es gibt ein paar Millionen Menschen, die Minecraft spielen. Ihr könnt die nicht alle über einen Kamm scheren, ohne auch nur 0,001% davon tatsächlich zu kennen. Okay, die Community ist wirklich nicht gerade überragend, aber meist sind es nur wenige, die das Spiel in ein schlechtes Licht rücken. Genau wie bei den Ausländern. 99,99% oder sogar mehr der Islamisten in Deutschland sind absolut friedlich und tun niemandem etwas. Trotzdem werden sie von einigen gehasst, weil es eben auch einige wenige Islamisten gibt, die denken, man müsste für Allah töten oder sowas. Keine Ahnung, ich will mich auch gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will damit nur sagen, dass es überall nette Menschen gibt und es gibt auch überall Idioten. Wieso werden ganze Gruppierungen gehasst? Bei mir gilt der Grundsatz, ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe nur etwas gegen Idioten. Egal, ob diese deutsch sind oder nicht. So viel schon mal dazu. Dann möchte ich noch etwas zu diesen, ich bin ja kein Rassist, aber Menschen sagen. Nur weil ihr vorher betont, dass ihr keine Rassisten seid, gibt euch das noch lange kein Recht dazu, dann doch rassistisch zu sein. Es ist komplett egal, ob ihr damals im Ferienlager von einem türkischen Kind geschlagen wurde. Solche Menschen sind immer noch Idioten. Das gibt niemandem das Recht, nun alle Türken zu diskriminieren. Und dann gibt es noch die Leute, die, wenn jemand auf Facebook postet, dass er von Ausländern ausgeraubt wurde, darunter kommentieren, war ja klar, dass es ein Ausländer war. Aber wenn derjenige von einem Deutschen überfallen worden wäre, dann hätte keiner was gesagt. Wacht auf, ich kann es euch nicht oft genug sagen. In jeder Nationalität gibt es Idioten. Zum Schluss möchte ich noch über ein kleines Randthema reden, nämlich positiven Rassismus. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, aber wir alle haben doch schon mal so etwas gesagt wie, die Italiener machen die beste Pizza oder die Asiaten sind die besten in Videospielen oder Dunkelhäutige können besser singen als Weiße und so weiter und so weiter. Nur weil euer Vorurteil nicht negativ ist, ist es noch lange nicht viel besser. Ihr unterscheidet immer noch aufgrund der Herkunft und wer diese Unterschiede macht, der macht sie auch meist im Negativen. Fazit dieses Videos, beurteilt Menschen doch bitte individuell, versucht Vorurteile und Klischees abzulegen und gebt jedem Menschen eine Chance. Denn genauso gut willst auch du im Ausland akzeptiert werden und ich glaube kaum, dass sich so viele von euch für einen schlechten Menschen halten. Trotzdem gibt es Ausländer, die uns Deutsche im Ausland diskriminieren, obwohl sie
uns gar nicht kennen. Dabei sind wir in unseren Köpfen doch gar nicht bösartig. Trotzdem werden wir teilweise dafür gehasst, deutsch zu sein, wenn wir im Ausland sind. Denkt mal darüber nach. So, liebe Leute, das war's mit diesem Video und ich habe gerade noch was gelesen, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Offenbar haben Rassisten in Deutschland eine von Asylbewerbern genutzte Schule in Brand gesetzt und damit haben sie ihren größten Feind besiegt, nämlich die Bildung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie euch dieses Video gefallen hat. Zeigt es auch mit einem Daumen nach oben oder auch nach unten, damit ich das beurteilen kann. Und wenn ihr jetzt hier klickt, dann kommt ihr zum Video von vorletzter Woche. Da ging es um die Legalisierung von Cannabis. Und wenn ihr unten klickt, dann geht es zum Video von letzter Woche. Da geht es um YouTuber, die nur noch mit YouTube anfangen, um berühmt zu werden oder Geld damit zu verdienen. Das war's dann mit dem Video für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächsten Samstag wieder um 19:01 Uhr. Ciao.